Schönen guten Morgen. Morgen ist es übrigens auch soweit. Wir spielen gegen Schweden. Und Löw, wie läuft's denn jetzt gerade? Wo bist du da? Ja, klar, hallo, ich bin der Bundestrainer. Ich melde mich eben denn hier, sagen wir mal, aus dem Ostblock. Na, klar. Hinter mir ist eben dann aus Stadion, wo wir dann gegen die Schweden auch spielen. Und die Schweden sind auch ein Stück weit auch verrückt. Ja, guck mal hier, die mähen eben dann auch selbst einen Rasen, zumindest auf ihrer Hälfte. Bei uns muss es eben dann Mario Gomez noch machen später, aber der ist jetzt gerade noch im Wellnessbereich. Jetzt frage ich dich aber, Jogi, was weißt du denn über Schweden? Ja klar, was fällt mir eben dann, sagen wir mal, auch zu Schweden ein. Oh, Schweden ist Ikea, aber sonst eben dann auch nichts. Ja, klar, im Sturm spielen sie eben dann vorne mit Pax und mit Köttbuller und im Mittelfeld eben dann mit Tromsø. Von daher denke ich eben dann auch, sagen wir mal, immer mal auch, dass wir eben dann eigentlich den Gegner auch eben auseinandernehmen müssen, wie eben so ein Regal von Ikea eh wackelig ist. So ist auch die Abwehr von den Schweden. Ich denke eben dann, jetzt kommt der erste Sieg. Wo sind wir eben dann auch drin im Turnier? Jetzt seid ihr in Sochi, so sagt man das auch richtig. Wie bereitet ihr euch auf so ein Spiel, auf so ein intensives Spiel vor? Wir haben heute Morgen eben dann noch trainiert auf der Skischanze von Sochi. Und zwar ein Absprung zum Kopfball. Ah, klar, und der Mesut und der Gündogan sind beide eben dann auch sehr weit gesprungen. Timo Werner ist sogar in Telemark gelandet. Und auch ein Kimmich musste man eben aus dem Wasser wieder rausfischen. Ah, so ist eben dann auch. Kleiner Gag, was heißt eigentlich Kondom auf Schwedisch? Pippi Langstrumpf. muss ich lachen, aber... Was ist denn jetzt überhaupt das Besondere an den Schweden? Ja, klar, ich denke eben, der Schwede ist in erster Linie eben dann auch Schwede. Ja, klar. Und in zweiter Linie ist der Schwede aus Skandinavien. Er ist eben kein Norweger und eben auch kein Finne. Aber es gibt natürlich dann noch Mischehen zwischen Schweden und Norwegern. Das sind dann sogenannte Mischschweden oder eben dann auch schwedische Finnen. Aber ob die dann den Weg zum Tor finden, das müssen wir erstmal gucken. Ach, Jogi, ich will es auf den Punkt bringen. Wenn ihr verliert, seid ihr raus. Und nicht nur ihr, sondern auch du. Deswegen die Frage, was ist jetzt dein Tipp fürs Spiel? Mein Tipp ist dann auch 3-0, weil Schweden hat eben dann kein Ibrakadabra mehr, sondern ist mehr Hokuspokus. Und unsere Mannschaft ist jetzt eben dann im Turnier höchste Disziplin. Und dann, ja, dann geht es Richtung Achtelfinale. Also, tschüss. Manuel, vielen Dank fürs Interview. Wenn es schief geht, würde ich mich natürlich persönlich für dich freuen. Aber wir hoffen natürlich mal das Beste. Ne? Alles Gute und wir sehen uns.